Überblick. Das Schlachtfeld ist flach und weit und es gibt Pulverdampf und es gibt Sieger und Besiegte. Und am Ende gibt es verschiedene Geschichten. Jeder hat die Schlacht anders gesehen. Und wenn Sie dann in die historischen Unterlagen sehen, dann gibt es unglaublich viele Möglichkeiten, wie es gewesen sein hätte können. Und Sie sehen dann sogar veritable Abbildungen der Schlacht in mehrjahrenartigen Darstellungen. Aber jede Abbildung ist anders und da fragt man sich, na wie war es denn wirklich? Die Erinnerungen an den Krieg, an die Schlacht sind eine hochemotionale Geschichte, was völlig begreiflich ist. Und ich glaube, keiner könnte den Tag objektiv schildern, aber es gibt objektive Daten. Und diese objektiven Daten erhalten sich über Jahrhunderte, ja über Jahrtausende im Boden. Die objektiven Daten sind Kugeln, Gürtelschnallen, die abreißen, Kleiderteile, Knöpfe, Pferdezaumzeug. Und diese objektiven Daten bedecken so ein Schlachtfeld zu Tausenden und Zehntausenden. Und wenn man die auszuwerten weiß, dann kann man die Tat aufklären wie ein Mordfall, der aufklärbar ist durch winzige Faserspuren, Fingerabdrücke oder eben eine Pistolenkugel. Aber vor einigen Jahren fiel uns auf, es gibt Sondengänger, die gehen über die Schlachtfelder und verkaufen die Knöpfe und die Kugeln bei eBay. Und dieses Wissen wird sozusagen dem Boden entrissen. Und jetzt war die Frage, die ich mit Herrn Mund vom Kultusministerium und Herrn Mike Reigl diskutierte, ist es tatsächlich relevant, erzählen Sie den Kugeln so eine konsistente Geschichte? Und dann haben wir natürlich mit der MIBRAG gesprochen, denn möglicherweise wird das Schlachtfeld irgendwann mal tangiert vom Braunkohletagebau. Und die MIBRAG war so großzügig, unsere Forschungen zu unterstützen, im Hintergrund die Stiftung für Archäologie in Sachsen-Anhalt. Sodass wir Herrn Schürger, den Schlachtfeldarchäologen, einstellen konnten, der das Ganze untersucht. Wir haben einen Forschungsantrag damals geschrieben und so ging das alles los.